Kunst, der Murtner Thomas Evis verbringt den amerikanischen Kultbus wieder auf Vordermann. Zu Europa fahren von dem Modell nur noch zwei andere. Ein Thema für Liebhaberinnen und Liebhaber von alter amerikanischer Mechanik. Die Rede ist vom Original Greyhound-Bus, Baujahr 1948. Nach jahrelangem Stillstand hat Thomas Ebischer aus Murten das Kultobjekt zufällig auf einer Velotour auf einem Vorhof entdeckt. Eigentlich ist er gar kein Autonarr, aber der Bus hat es ihm angetan. Greyhound hat mehrere Busmodelle gemacht. Aber das Modell hier, das ist das Modell, das man ÖV, ganze ÖV-Epoche in den USA geprägt hat. Die Reklame, die Greyhound gemacht hat, von 48 und rund 40 Jahren, ist genau mit diesem Bus hier. Wie er eben so speziell aussieht, wie er auch speziell fährt und wie er wirklich einen Kultstatus hat, das ist für mich ein Kulturgut. Und wie man alte Häuser erhält aus Kulturgütern, ist es mir auch der Wert, es mir auch wert, diesen Bus hier eben auch aus Kulturgut zu erhalten. Überrascht, dass das Herzstück vom Bus, der 6-Zylinder-Motor, noch läuft, hat er die Aluminiumkiste 15 km zur Firma Interbus AG zu Kerzels gefahren. Keine leichte Sache. Der Bus, der ist wie gesagt, Jahrgang 1948. Der hat eine Kieservolenkung, das Getriebe ist nicht synchronisiert und hat einen Radstand von knapp 7 Metern. Und der Bus nach 6,5 Jahren von Böttwil auf Kerzels zu bringen, ist also ein halber Tür für sich. Also ich musste am Abend nicht mehr ins Bodybuilding müssen. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sanierung des Kultbus rund 500.000 Franken kostet. Der Thomas Ebischer braucht Unterstützung, darum hat er einen Verein gegründet. Die Reaktion ist durchwegs sogar mehr wieder positiv, sogar euphorisch. Und wenn die Euphorie sich jetzt so ausdrückt, dass man den Geldzettel aufmacht und auch das im Rahmen von Sponsoring nicht zum Ausdruck bringen, bin ich überzeugt, dass das Geld dort tatsächlich zusammenbringt. Wenn der Bus wieder auf der Straße fahren kann, dann bietet der Thomas Ebischer Ausflüge, Anlässe und Ausstellungen im 75-jährigen Fahrzeug an. Wenn alles gut geht, ist es noch in diesem Jahr soweit.